Die grob falsche Zahl der Ungeimpften in Hamburg. Welt.de von heute. Über Monate behauptete der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentschner, SPD, 90% der Corona-Infizierten seien Ungeimpfte. Nun musste die Behörde Zahlen vorlegen, die ein ganz anderes Bild zeichnen. Am 16. November trat Peter Tschentschner, erster Bürgermeister von Hamburg, vor die Presse der Hansestadt und sprach über die aktuellen Corona-Entwicklungen. Mit Blick auf das Infektionsgeschehen sagte der SPD-Politiker, in der Woche zuvor seien 90% der Neuinfektionen auf Ungeimpfte zurückzuführen. Zitat: Deswegen ist das ein sehr klares Bild. Zitat Ende. Eine Grafik wurde auf die Leinwand geworfen: 7-Tage-Inzidenz der Geimpften 22, Inzidenz der Ungeimpften 605. Und wir haben den Herrn Tschentschner hier auch auf Band. Film ab. Noch einmal: Das sind die aktuellen Daten der letzten Kalenderwoche. Von unseren 3.452 Neuinfektionen in dieser Kalenderwoche sind über 90% Infektionen bei Personen ohne vollen Impfschutz. Und es sind eigentlich wenig in Hamburg, die keinen vollen Impfschutz haben. Die meisten in Hamburg sind geimpft. Deswegen ist das ein sehr klares Bild nochmal. Die Ungeimpften als Verantwortliche für die hohen Infektionszahlen, dieses Bild hat Tschentschner über Monate immer wieder gezeichnet und damit scharfe Grundrechtseinschränkungen für diese Bevölkerungsgruppe gerechtfertigt. Als erstes Bundesland führte der Senat ein striktes 2G-System ein. Tschentschner forderte zudem öffentlich die Ausweitung auf die gesamte Bundesrepublik. Doch nun wird klar, die Zahlen, mit denen der Regierungschef Politik machte, sind offenbar gänzlich falsch. Seine Behauptungen mit den Fakten nicht in Einklang zu bringen. Die FDP-Bürgerschaftsabgeordnete Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frohwein wurde hellhörig, als Welt Anfang Dezember berichtete, dass in Bayern und Hamburg der Impfstatus bei den Inzidenzaufschlüsselungen in Geimpfte und Ungeimpfte in vielen Fällen nicht bekannt ist. Treuenfels-Frohwein wollte nun wissen, wie die Lage in Hamburg wirklich ist. Um welche Dimension handelt es sich? Wie lauten die tatsächlichen Zahlen? Diese Fragen stellte sie dem Senat, genau wie Welt am Sonntag. Während die Presseanfrage bis heute unbeantwortet blieb, erhielt die FDP-Abgeordnete am Donnerstag Auskunft. Aus der Drucksache 22/6678 geht hervor, dass der Impfstatus der Infizierten seit Beginn der Inzidenzausweisung Ende August mit jeder Woche seltener vorliegt. Dies zeigen die Daten, die im Infektionsepidemiologischen Landeszentrum vorliegen und bislang unter Verschluss gehalten wurden. Hatte der Senat in der Kalenderwoche 35 noch in 68,3% der Fälle die entsprechende Information, war das zuletzt nur noch in 9,5% der Fall. Eben jene Fälle mit unbekanntem Impfstatus wurden aber den Ungeimpften zugerechnet. Noch frappierender die Zahlen der Kalenderwoche 45, über die Tschentschner sagte, in 90% der Fälle seien Ungeimpfte infiziert. Tatsächlich war in 63,2% der Fälle der Impfstatus unbekannt. 22,5% waren Geimpfte. Und jene, von denen man mit Sicherheit sagen konnte, dass sie ungeimpft waren, 14,3%. 14,3 statt 90%. Wie lässt sich das erklären? Welt am Sonntag fragte am späten Donnerstagabend über Senatssprecher Marcel Schweitzer bei Bürgermeister Tschentschner an und bat auch Schweitzer selbst um eine Stellungnahme zu dessen Äußerungen am 9. November. Damals hatte er erklärt, in der vorliegenden Woche seien 90,4% der Infizierten Ungeimpfte gewesen. Gemäß der nun vorliegenden Zahlen waren es gesichert 16%. In seiner Antwort geht Schweitzer nicht konkret auf die Frage ein, schreibt allgemein zu den Äußerungen Tschentschners am 16. November, Zitat: In der Landespressekonferenz wird die Corona-Lage auf Basis des Corona-Briefings vorgetragen, das von der fachlich zuständigen Behörde wöchentlich zusammengestellt und als Pressemitteilung veröffentlicht wird. Zitat Ende. Die Zahlen aus der Kleinen Anfrage seien, Zitat, einer Antwort der fachlich zuständigen Behörde auf eine parlamentarische Anfrage entnommen. Zitat Ende. Und weiter, Zitat, wegen des erhöhten Infektionsgeschehens können die Angaben zum Impfstatus zum Teil erst mit erheblichem Zeitverzug eingegeben werden. Zitat Ende. Anmerkung meinerseits, warum sagt man das dann nicht? Warum arbeitet man mit Zahlen, die aufgrund eines, Zitat, erheblichem Zeitverzugs völlig überbewertet sein könnten? Ich bin mir sicher, dass das irgendwas damit zu tun hat, dass die Politiker wirklich nur unser Bestes im Sinne haben. Denen geht's wirklich um die Menschen. Weiter im Text.
Aus diesem Grund sei die Veröffentlichung der auf Geimpfte und Ungeimpfte bezogenen Inzidenzwerte nun eingestellt worden. Anmerkung meinerseits, das verstehe ich schon wieder nicht. Also wenn es diese Inzidenzwerte in Bezug auf Geimpfte und Ungeimpfte gibt und die auch absolut korrekt sind, allerdings mit einem Zeitverzug, warum sollte ich zukünftig auf die Erhebung dieser Daten komplett verzichten? Es ist doch deutlich besser, 2 Monate oder so nach Tag X sagen zu können, übrigens an Tag X sah das mit den Inzidenzwerten und den Geimpften und den Ungeimpften so aus, anstatt dazu gar nichts mehr sagen zu können. Kann ich nicht so ganz verstehen. Weiter im Text. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Kubicki bemängelt die miserable Covid-Datenlage in Deutschland seit Monaten. Im Fall der Hamburger Inzidenzausweisung geht er nicht von einem Versehen, sondern von Absicht aus. Zitat: Es ist unfassbar und für das Vertrauen in die Lauterkeit staatlichen Handelns eine Katastrophe, wenn eine Landesregierung ganz offensichtlich manipulierte Zahlen vorlegt. Zitat Ende, sagte Schwurbel Kubicki, das möchte ich an der Stelle betonen, ich distanziere mich, Welt am Sonntag. Bürgermeister Tschentschner werde sich gegenüber dem Parlament erklären müssen und sagen, Zitat, warum der Hamburger Senat es für nötig hält, seine Bürgerinnen und Bürger, ich beglückwünsche Kubicki hier zum Gendern Light, mit solchen Tricks zu hintergehen. In Hamburg selbst sagte Kubikis Parteikollegin Treuenfels Frohwein am Freitagmorgen, sie sei ob des Vorgehens des Senats entsetzt. Zitat, ich halte dieses Vorgehen für unverantwortlich. Zitat Ende, so die FDP-Politikerin gegenüber Welt am Sonntag. Erneutes Zitat, wer auf der Grundlage falscher Zahlen unter anderem Grundrechtseingriffe vornimmt, darf sich nicht wundern, wenn deren Akzeptanz bei den Hamburgern rapide abnimmt. Zitat Ende. Und damit endet auch der Artikel. An der Stelle möchte ich sagen, dass ich mich über die letzte Bastion der Vernunft in diesem Land, die FDP, freue. Ich bin stolz auf diese Partei, denn am 10. Dezember wurde im Bundestag unter anderem darüber abgestimmt, ob zukünftig für Gesundheits- und Pflegepersonal eine Impfpflicht gelten soll. Und bei der FDP hat entschieden einer dagegen gestimmt. Aber mit Nachdruck. Dieser Mann hat gesagt, bis hierhin und nicht weiter. So nicht, meine Freunde. 2 weitere Personen, die Hoffnung geben, haben sich enthalten. 3 waren gar nicht anwesend. Und 86 haben mit Ja gestimmt. Ich werde jetzt eine Mitgliedschaft beantragen. Denn wer sich für Freiheit einsetzt, der muss halt auch gucken, wo er bleibt. Oh, und wusstet ihr schon, dass Pfizer, also die, die den BioNTech-Impfstoff herstellen, den Parteitag der SPD gesponsert haben? Ich wollte das nur kurz gesagt haben. Ich habe dazu keine Meinung.